Hallo und herzlich willkommen bei 737 Adventure, das nächste Video, der nächste Test. Ich probiere mal aus, ob das mit der Sprache jetzt über dieses Headset besser klappt. Ich habe auch in den Einstellungen ein bisschen was geändert, habe den Pegel voll aufgezogen und die Hardware etwas, den Simulator an sich, die Hintergrundgeräusche etwas leiser gedreht. Mal gucken, ob das so besser funktioniert. Wir sind gerade gestartet in Salzburg auf der Piste 1.5. Und wollen da jetzt sofort wieder landen. Soll nur ein kurzer Flug werden, ein kurzer Test. Kurz zeigen, wo wir sind. Gerade in Salzburg gestartet. Da ist die Stadt. Und hier, da. Quer ab jetzt an der linken Tragfläche ist der Flugplatz. Wir fliegen jetzt noch ein paar Minuten geradeaus, um ein bisschen Luft zu holen. Und dann machen wir ein ILS auf die Piste 1.5. So, dafür müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Ein kurzer Blick in die Karte. Das ILS auf die 1.5. Inbound-Kurs 1.53. Setzen wir uns auf beiden Seiten. Und die Frequenz für den Anflug ist 109,9. 109,9. Einmal hier und einmal da. Schwupps. Das Minimum für den Anflug. Fuß. Das setzen wir uns hier rein. Wenn jemand einen Trick kennt, wie man das schneller machen kann, bitte verratet ihn. Beim richtigen Flieger, wenn man da schnell dreht an diesem Schalter, dann verstellt sich die Zahl auch wesentlich schneller. Na gut, wir sind ja gleich da. 1800 Fuß das Minimum. Endlich. So, da müssen wir noch die Approach VREF bestimmen. Machen da Klappe 40 Landung, also 132 die VREF. Es ist kein Wind, also haben wir da eine Target Speed von 137 Knoten gleich zur Landung. Autobremse geht auf 3. Ja, haben wir alles gemacht, alles abgesetzt. Dann drehen wir mal in Base Leg. Gucken, wo der Anflug losgeht, in welcher Höhe. In 4000 Fuß. Da gehen wir schon mal runter auf 4000. Ich hoffe so sehr, dass das mit dem Ton jetzt klappt. Das ist jetzt das erste, zweite, dritte Mikrofon, was ich ausprobiere. Und habe in den Einstellungen bei Windows, glaube ich, alles probiert. Habe den Pegel hochgezogen, verschiedene Frequenzen eingestellt. Und das hat einfach nicht geklappt. Mal gucken, was da jetzt überhaupt kommt. So, jetzt bauen wir uns eine externe Centerline, weil die ganzen Kurven, die wir hier sehen, die interessieren uns gerade nicht. Das heißt, wir nehmen das Salzburg NDV on top und geben den Inbound-Kurs ein. 1, 5, 3, Intercept Course und Execute und schwupps, da ist hier unsere Extended Center Line. So, 1000 to go. Und dann drehen wir auf den Intercepting Heading.
Arme den Approach Mode. Ja, der Localizer hat schon angebissen. Warlock Capture. Runway Heading setzen im MCB. 153. Dann kann man in der Entfernung den Platz schon sehen. Schönstes Wetter im Simulator. So, Flaps 1, Speed 1 und Flaps 5, Speed 5. Kurz gucken. Die Mist Approach Altitude ist 6000 Fuß. Da kommt der Glatzlop reingelaufen. Noch 9 Meilen weg vom Platz. Diese Kurven, die man hier sieht, die blau gestrichelte, das ist ein Bug hier von dem Simulator. Das ist die Mist Approach Procedure, die etwas sehr sportlich dargestellt wird. Da scheint er irgendwas nicht ausrechnen zu können. So, 8 Meilen, Gear Down, Flaps 15, Speed 15 und die Speed Brake wird gearmt. Start Switches, die sind noch auf Continuous, das ist gut. Kurz im Fußraum geguckt hier. Flaps 30. Und Flaps 40. Speed VREF Plus. Die VREF war 132 plus 7 sind 137. So, Gear is down, trigger green, Flaps 40, green light, speed brake is armed, cross start schützes continuous. Alles wunderbar, wir können die Platz sehen. Dann nehme ich mal wieder meinen super Joystick und versuche das mal wieder von Hand ein bisschen üben mit dem Ding. Ich vermisse so sehr mein Steuerhorn. So, Autopilot disengaged. Und Autothrottle disengage. Mal gucken, was passiert dieses Mal. Stable, continue. Sonnenaufgang über den Alpen, ist das nicht toll? Übrigens eine der schönsten Flüge, die ich gemacht habe. Immer nach Salzburg am frühen Morgen. Wunderschön. Slightly slow. Correcting. Mal schön daran denken, wenn man Gas gibt, um schneller zu werden, muss man das dann auch irgendwann wieder rausziehen, sonst wird man zu schnell. Approaching Minimum. Continue. Jetzt habe ich vergessen, die Korrektur wieder rauszunehmen. Ist einfach zu schnell. Die roten Lampen funktionieren nicht hier in Salzburg. Ja, ich denke mal, wir werden trotzdem ankommen. Sink rate. 50, 40, 30, 20.
Komm, setz dich hin. Ja, so gerade eben noch in der Touchdown-Zone. Wieder mal ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Speedbreak ist ab. Und Idle Reverse. Auto Break Disarm. Gucken wir, dass man den 90 Grad Abrollweg, dass man da so ungefähr mit 11, 12 Knoten ankommt. In den Highspeed Exit kann man auch mit 40, 50 Knoten reinknallen, wenn sein muss, aber 90 Grad Turnoff sollte man dann schon ein bisschen langsamer sein. So, hier ist ja irre. Da wird ja sogar der Schatten vom Flugzeug simuliert hier. Guckt euch das mal an. Ich find's toll. Mein letzter Simulator war der FSX. Vor vielen Jahren, da kam der Kader erst raus. Da war an sowas noch gar nicht zu denken. Also das Visual-mäßig ist schon absolut irre. Okay, dann kommen wir hier mal zum Stehen. Joystick gewöhne ich mich irgendwann. Parkbremse gesetzt. Jo, das war's. Ich hoffe, der Ton hat geklappt. Kein Flug ohne Debriefing. Der Anflug war natürlich mega instabil. Ich hätte durchstarten müssen. Wir waren erst zu tief, dann zu hoch, dann zu schnell, dann zu langsam. Das ist alles instabil. Da legt man am besten Hebel auf den Tisch und macht das Ganze dann nochmal. Das ist auf jeden Fall die sichere Variante. Ja, Hauptaugenmerk sollte jetzt hier auf dem Ton liegen und ich hoffe, das hat geklappt und hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.